Willkommen zurück zu Digimon World 2 im 10. Untergeschoss der Port Domain. Wir legen uns momentan mit den Data-Digimon an, wie es aussieht. Haben beim letzten Mal zum ersten Mal gegen Pumpkinmon gekämpft. Ein neues Ultra-Level, das uns relativ viele Erfahrungspunkte gibt, allerdings auch lächerlichen Schaden verursacht, wenn wir es lassen. Wir Silverclone und Fist of Fate, das wie ich mal so gut es geht. Nach diesem Kampf werden sowieso alle unsere HP und MP geheilt. Wir können also ziemlich alles raushauen, was wir haben. Trotzdem wollen wir natürlich nicht, dass irgendwer von uns umkippt. Die beiden umstehenden Digimon sind ja in erster Linie zum Support von dem Kürbis in der Mitte da. 49, jawohl, soweit so gut. Er macht tatsächlich einen Angriff und keinen Assist. Icicle Rod, damit macht er aber nicht super viel Schaden. Soll uns also relativ gleich sein. Oh, irgendwie daneben. Okay, dann kann ich noch nicht kontern. Dann kontern wir wohl hier Starmon, der tatsächlich auch angreift. So viel zu der Sache mit die Assisten alle. 43, Low Attack Power. Macht er denn Feines? Meteor Storm. Ganze 4 Schaden. Okay. Ja, dann machen wir nochmal den Hornbuster. Silverclaw und Fister fällt, dann sollte es das für Pumpkinmon eigentlich schon gewesen sein. Sofern Pumpkinmon jetzt natürlich nicht sie zum zweiten Mal in Folge seine Attacke in den Sand setzt. Was jetzt auch nicht schlecht wäre für uns. Aber ungewöhnlich. Er assistet mit dem Defensive Ray. Es könnte Pumpkinmon tatsächlich diese Runde nochmal retten. Der Defensive Ray scheint ja doch ziemlich stark zu sein. 45. Die Verteidigung wieder erhöhen. Und er attackiert uns. Ja, der sollte aber definitiv erledigt sein. Goodbye, Hornbuster. 56. Minus ein Kürbis auf der Welt. Tja, der Rest des gegnerischen Teams ist relativ überflüssig. Dann Silverclown wir Starmon. Und dann Silverclown wir Starmon. Und dann Fist of Faten wir Starmon. Dann ist er hoffentlich diese Runde weg. Ja, außer natürlich Fist of Faten als erstes raus mal wieder. Ich freue mich, wenn das Viech auch wieder den Hornbuster hat. Oh, Counter-Attack. Okay. Na, wenn er das als Konter einsetzt, dann trifft es alle unsere Leute. Ich wusste doch, dass er eine Attacke hat, die alle von unseren Leuten treffen kann. Naja. Setter Arm. War jetzt auch nicht so viel Schaden, dass wir Angst um unsere Leute haben müssen. Dementsprechend, da wir gleich eh voll geheilt werden. Ist das relativ gleich. Silver Arm. 53. Und er lebt noch. Jo, okay. Und ich würde mal behaupten, Fist of Fate hätte ihn umgenietet, wenn es nach der Verteidigungsreduzierung rausgekommen wäre. Du musst bitte Hornbuster, du machst Silverclaw und. Ach ne, Moment, so geht halt nicht. Du machst bitte Silverclaw, du machst bitte Fireblast. Und du machst Fist of Fate of J-Moyamon. Das ist der neue Plan. Attack! Mensch, Pixel ist zu schnell. Okay. Caesar on. 38, Defense down. Und dann hätten wir hier noch eine Wand aus Feuer. Feuerbrach. Ich kann gar nicht erwarten, dass wir wieder unsere richtig guten Area of Effect Attacken kriegen. Damit die Gegner wieder schneller umfallen. Parameter Patch, ja, habe ich hier noch nie gesehen. So, jetzt aber Silverclaw, Silverclaw. Und Fist of Fate. Weg mit den Viechern. Dieser Arm. 41. Defense down. Caesar Doppelarm. 53. Bleib liegen. Dankeschön. Ja, Level Up fürs Team. Dann kriegen wir hoffentlich endlich unsere guten Techniken wieder. Tidal Wave und Alien Ray.
Tidal Wave verringert den Angriff, ist nicht schlecht, aber Tidal Wave ist natürlich nicht, was ich hier eigentlich sehen wollte. Na gut. Dann kommt das Zeug mal nach oben. Silverclaw an zweite Stelle. Feuerblast bleibt unten, damit man schnell findet. Er hat leider nur Magical Tail gelernt. Dann tun wir den Magical Tail jetzt nach oben für den Hauptschaden. Leider auch nur Single Target, aber definitiv besser als Fist of Fate. Ah, das ist ein Teleporter. Spammen zu müssen. Ja, ne? Teleporter und noch zwei Encounter, die sich uns in den Weg werfen. Schauen wir doch mal, wie stark wir jetzt sind. Du gehst auf den Hornbuster. Du machst eine Tidal Wave in den Zerg und du machst deinen Magical Tail auf Pumpkin, Mann. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir damit jetzt anrichten, auch wenn wir die Verteidigung nicht dezimieren können. Immerhin können wir dafür sorgen, dass wir wenig Schaden nehmen. Oh, das macht leider gar nicht mehr so viel Damage. Aber es reduziert halt die Offensivkraft, was natürlich super ist. Fairy Tail! Wurde noch nicht gecountert. 48 Schaden ohne Verteidigungsreduzierung, das ist schon deutlich besser. Er macht seinen Defensive Ray. Attack! Ja, dann interrupten wir mal Pumpkin, Mann. Hornbuster! So, Angriff runter und interrupted. Dann kann er jetzt gar keinen Schaden mehr an uns machen. Okay, der Angriff ging sowieso jetzt daneben. Das ist das Gute bei der Interrupt. Die Gegner haben zwei Möglichkeiten, uns zu verfehlen. Icicle Rod. 13, alles klar. Jo, dann Silverclawen wir. Und dann Silverclawen wir. Und dann Elektroschockern wir, falls er dann überhaupt noch angreifen kann. Kann er definitiv, weil Attack Mist. Ja. Schießer Arm. 25, Defense Down. Er assistet nur mit einem Parameter-Patch. Das ist okay. Da wurden die Parameter gepatcht. Er kommt mit einem Defensive Ray. Alles nur Assists. Erhöht die Verteidigung. Interrupt! Das geht so nicht. Macht leider nur noch 15 Schaden, weil er den Defensive Ray drauf hat und keine Verteidigungsschwächung. Sehr nervtötend. 10, 16, 16 oder so was in der Richtung. Dann versuchen wir das doch nochmal. Silverclaw, Silverclaw. Und dann muss man Magical Tail schon mal auf Starmon. Warum ich konnte da jetzt nicht? Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz, 50 Schaden ist nicht schlecht. Er konnte nicht, okay. Caesar Arm. 24. Ja, Mensch. Aber Defense wieder ein bisschen runter. Und nochmal Caesar Arm. 27. Komm, sei tot. Ist nicht erledigt. Mein Gott, also wenn die erhöhte Verteidigung haben und unsere Reduzierung weggenuked haben mit dem Parameter-Patch, dann ist es echt schwierig, den zu erledigen. Die Kämpfe gegen die lohnt sich halt von Zeitaufwand her leider überhaupt nicht. Traurig. Ja, dann nehmen wir nochmal eine ganze Gruppe Schaden. Okay, dann gehst du auf Silverclaw gegen Starmon, du gehst auf den Fireblast und du machst den Magical Tail gegen Starmon, was Starmon auch los sind. Fairy Tail, 50. Dieses Mal hat er seinen Counter vorbereitet. Meteor Storm. Ach, wir sollten gleich nach dem Kampf kurz heilen oder vor dem Ende des Kampfes, besser gesagt. So, Fireblast mit doppelt verringerter Verteidigung, auch wenn das einmal gebufft war. 15 Schaden. Hoffe ich mal, dass er umkippt.
Ja, er kippt tatsächlich ab. Meine Güte. Und Silver Arm auf Starmon. 39. Auch erledigt. Gut, gut, gut. Er verfehlt. Du heilst mal bitte einmal das Team. Du verteidigst dich wegen MP-Gründen. Und du kannst ihm schon mal ein bisschen Damage machen. Guard. Fairytale. Zack, 40. Heaven's Feel. Wunderschön. Icicle Rod macht jetzt nicht super viel. 9 Schaden, kaum mit Leben. So, dann guardest du jetzt und du machst Silver Claw und du machst Magical Tail und dann hoffen wir mal, dass es das für diesen Kampf war. Und dann werden wir die zukünftig wohl umgehen, wenn wir die Kürbisse sehen, weil das dauert einfach viel zu lange. Für dann doch irgendwie zu wenig Erfahrungspunkte, die wir am Ende rauskriegen. Silver Arm. Ach komm, bist du nicht kaputt. Sugar Rod. Geblockt. Dann greifst du halt mit der Silver Claw an. Die anderen beiden dürfen ihre MP noch ein klein wenig regenerieren. Guard. Guard. Attacke ist daneben gegangen. Attacke ist nicht daneben gegangen. Dass J-Moyamon überhaupt die Chance gehabt hat, wieder vor uns dran zu sein, ist zwar wieder traurig, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Sieg! Das hat zu lange gedauert. Eindeutig. Rotmage hat sein Maximum-Level damit auch erreicht. Da kommt also nichts mehr. Da müssen wir mit ihm ein kleines bisschen aufpassen. Und natürlich nach dem Dungeon sofort die DNA-Digitation anstreben. Schirmon, Cidramon, Flarisamon, goodbye. Schön, euch kennengelernt zu haben, aber ich muss leider gehen. Tut mir leid, T-Stunde ruft. Auf geht's ins 11. Untergeschoss. Viel gefährlicher Boden. Bugnest, da oben ist noch eine Tür, aber hier unten können wir durchgehen, ohne dass wir über den hässlichen Boden fahren müssen. Weiter geht's. Durch einen EP verschwendend langen Gang. Holla, die Waldfee, was ist das denn hier wieder? Da vorne ist der Teleporter, sehr gut. Da müssen wir wahrscheinlich hier nur einmal ein bisschen EP verschwenden und dann kann es weitergehen. Das sieht wirklich einfach nur nach einem Umgehungsgang aus. Was haben wir denn hier? Ein Pixiemon-Team. Mit Togemon Eismon. Da kommt aber noch ein anderes Team. Das ist Mamemon, Deramon, Digitamamon. Okay. Die sind in unsere Richtung unterwegs, aber wir umgehen sie mal gekonnt. Unsere guten Techniken haben wir wieder gekriegt. Das sind bestimmt alles dann. Oh ne, das sind die Kürbisse. Nervig. Ein Kürbis und zweimal Mamemon-Trupps. Ja, nee, ne? Da rennen wir doch mal geflissentlich. Ein Pumpkinmon zu fangen wäre gar nicht mal so schlecht. Zugegebenermaßen. Gefährlich. Nein! Ah, verdrückt. Oder besser gesagt, der Pad ist einfach zu ungenau. Na gut. Momentan haben wir noch genügend andere Ultra-Level in DNA-Digitationspool, aber das können wir uns trotzdem im Hinterkopf behalten hier. Weiter geht's. Auf dem 12. Untergeschoss, das immer noch nicht das Finale ist. Oh, Mist. Na gut. Was tust du? Nicht in der Lage, sich geradeaus zu bewegen. Das ist okay. Jetzt können wir uns wieder geradeaus bewegen. Oder auch nicht, weil... Jesus Christ, Pat. Jetzt reicht's aber. Okay, finales Stockwerk. Zeit für den Bosskampf.
müssen den Boss natürlich noch finden. Lassen wir mal Memon-Truppe. Auch nochmal Memon-Truppe. So wirklich Lust gegen die anzutreten habe ich ja nicht mehr gerade. Gucken wir mal in diese Kiste rein. Die lässt sich aber nicht problemlos mitnehmen, also lassen wir das natürlich sein. Das ist kein Hindernis. Auf dem Stockwerk scheint es nicht wirklich Möglichkeiten zu geben, Mamemons zu fangen, wenn ich mir das hier so angucke. Und also für den Fall, dass wir irgendwann zurückkehren wollen, um welche zu fangen. Das hier sieht gut aus. So Richtung Bosskampf, oder? Ja, das ist der Bosskampf eindeutig. Das Design kann man nicht verkennen. Blood Knight Commander, ein Digi-Beetle, du musst dieser God-Tamer Alex sein. Woher weißt du denn von mir? Ich wusste ja gar nicht, dass ich berühmt bin, außer dass wir der einzige God-Tamer auf der ganzen Insel sind. Ach, träum weiter, du Idiot. Ich werde dich hier und jetzt zerstören, um meine Macht vor unserem Anführer Crimson zu beweisen. Mach, was du nicht lassen kannst. Ich hätte Statusheilung aufladen sollen, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Was haben wir denn hier? Meramon, Skull Meramon, Flerisamon. Kann sein, dass ihr alle von einer Entwicklungsreihe abstammt. Okay, dann gehen wir erstmal auf den Hornbuster. Du machst die Tidal Wave. Und hier, was ist denn unser bester Curse of Action mit Pixiemon. Schätze, wir kümmern uns erstmal um Meramon. Schauen wir mal, was die Gegner so tun. Erstmal Tidal Wave, gucken, dass die gegnerische Offensive ein bisschen dezimiert wird. Okay, keine Konter soweit. Fairy Tail. Macht 40 Schaden. Nicht übel. Assisted sowieso nur mit Blaze Buster. Das ist mir relativ schnurzpieps. Macht gut old Burning Fisto mit 23 Schaden. Okay, ja, okay. Und er hat seine Feuerkraft auch schon wieder verloren. Dieser Assist ist so nutzlos. Dann hornbustern wir mal seine Elite. Und schauen, was er damit vorhat. Attack mit Metal Fireball. 6 Schaden. 6 Schaden. 6 Schaden. Okay, er hat tatsächlich eine Attacke, die auf alle geht. Das heißt, wir müssen ihn fröhlich interrupten. Ist notiert. Es geht weiter mit einer Tidal Wave. Und du machst weiter mit Magical Tail. Ich wünsche, wir könnten die Verteidigung mit Weißmagier reduzieren, aber das ist leider eine Ehre, die uns verwehrt bleibt. Tidal Wave, damit wir so gut wie keinen Schaden mehr durch die Gegner nehmen. Offensive hart dezimiert. Klein Flerisamon greift jetzt mit seinem Stun Flame Shot mit an. Ganze 11 Schaden. Komm mit Leben, denke ich. Da gibt es nur einen Gegner, den wir dringend interrupten müssen. Und er hat schon wieder seine Feuerkraft verloren, Tier. Okay, okay, okay. Das ist ein bisschen lächerlich. So, Tech-Power reduziert. Attack. Metal Fireball. 4. Cool, das macht er nicht viel. Jo, dann. Du Hornbusters weiter. Und du bist Silverclaws. Ich glaube, wir gehen lieber erstmal auf Skull Meramon, wenn ich mir das da so angucke. Dann Magical Tailen wir auf Skull Meramon. Fairy Tail wäre mir natürlich wieder mal lieber gewesen, wenn wir zuerst die Verteidigungsdezimierung gekriegt hätten, aber wann kriegen wir diese Ehre schon mal jemals? Silverarm. Verteidigung down. Eben gegangen, sehr gut. So, dann das ist Inner Burning Fisto mit 16 Schaden. Doppelte Reduzierung macht da gar nichts mehr.
So, und gut old Skalmiramon interrupten mit dem Hornbuster. Ich glaube, dieser Kampf wird relativ einseitig. Das ist nicht ansätzlich so schwierig wie der andere Bosskampf, den wir im letzten Dungeon hatten. Aber die haben ja auch keine Verwirrung. Das ist halt, was all den Unterschied macht. 4, 4, 4. Traurig schwache Werte. Hornbuster. Und Silverclaw nochmal. Fairy Tail. Ja, Arm. Verteidigungsreduzierung, das ist schon mal viel wert. Das heißt, Fairy Tail geht jetzt auch in doppelt reduzierte Verteidigung mit jetzt 67 Schaden. Da kommen wir endlich mal ordentliche Werte zusammen. Burning Fisto. 16 Schaden. Auch nicht die Welt. Und er assistet weiterhin mit seinem komischen Blazebuster, der absolut nichts tut. Attack! Ja, Interrupt. Natürlich. Und Buster! 60! Ja, Schadenswerte erhöhen sich, wie man sieht. Und sein Heavy Metal Fire macht weiterhin gar nichts an uns, weil es fröhlich interrupted wird. Skalmiramon ist dann auch gleich erledigt, wie man sieht. Noch eine Runde davon und das sollte so langsam sein. Wollen wir Fire Blast benutzen diese Runde? Ja, ich glaube, ich will diese Runde Fire Blast benutzen. Hat schon zwei Schwächungen der Verteidigung drauf, und ich will doch nur mal sicher gehen, dass er auch wirklich umfällt. Fairy Tail! 67. Und der Fire Blast auf dem Feuerboden. 17, 29, 17. Erwartungsgemäß steht er natürlich noch. Aber das ändern wir gleich. Er ist immer schön als letztes dran, obwohl er das Ultra-Level unter unseren Gegnern ist. Nein, die wollen wir nicht kontern. Die wollen doch eh nur spielen, die können nichts tun. Ah, er hat uns paralysiert. Das ist unfreundlich. Kriegen wir ihn paralysiert? Interrupt? Ja, okay, da haben wir trotzdem gehauen, was dort gekriegt, trotz unserer Paralyse. Gut, damit ist der einzig gefährliche Gegner schon mal weg. Das ist viel wert. Und wie bereit ist dein Hornbuster vor? Du schlägst dem roten Eiger ins Gesicht. Und du machst ein Magical Tail auf von Meramon. Friendly Fire! Die allgemeine Statusheilung. Achso, für Paralyse geht das gar nicht? Das geht nur für Verwirrung? Ja. Ich hatte gehofft, dass wir damit andere einen anderen Status wie Paralyse auch heilen. Damn, dürfen wir nicht. Da habe ich mich wohl verdacht. Burning Fisto. Blöd. Okay. Stunfireball, jetzt haben wir schon zwei Paralysierte. Das ist jetzt nervig. Ja, gut, wie machen wir das denn dann? Und trotzdem den Hornbuster. Und du gehst weiter mit der Silverclaw auf Meramon. Ist ja nur in Anführungsstrichen Paralyse, die sollte sich hoffentlich relativ schnell auflösen und rockt auch nicht jede Runde. Ist ja nicht Verwirrung. Verwirrung wäre ein Problem, Paralyse ist so, nervig. 56. Jetzt spammt er seinen Stunfire Blast aber und jetzt paralysiert er auch wirklich jede Runde. Wenn er das am Anfang gemacht hätte, dann hätte ich mich von Anfang an um ihn gekümmert, aber... naja. Interrupt, Hornbuster! Er hat ja die ganze Zeit seinen komischen Fire Raider gespammt. Ich schätze, da hat er jetzt keinen Bock mehr drauf, jetzt wo wir seinen Hauptangreifer weggenommen haben. Das ist viel überlebt, hat wundert mich ein bisschen. Das wundert ihn, glaube ich, selber ein bisschen.
Dann kümmern wir uns hier drum und Fireblasten und Magical Tailen. So langsam ist hier gehen uns hier die MP aus. Fairytale! Aber ist ja nur ein Flerisamon. Die tun ja nicht so unheimlich viel, außer halt, dass die Paralyse ein bisschen nervt. Feuerbrass! So, das sollte so für Miramon gewesen sein. Urg! Nur noch das Flerisamon. Paralyse mal wieder geheilt. Silverarm! So, mehr reduzierte Verteidigungspunkte. Sein Angriff ging daneben. Das ist absolut traurig und ironisch dafür, dass er die ganze Zeit paralysiert. Ist schon dezimiert, dann gehen wir auch mal auf Fairy Tail und du machst Silverclaw und du machst auch Fairy Tail. Cedar Arm! Defense nochmal down. Fairy Tail! 81. Nice. Paralyse geheilt, sehr gut. Oh, nochmal Fairy Tail, das wird's dann wohl gewesen sein. Boah! Tot. Wunderschön. Sieg für unser Team. Level Up für Weißmagier, ist jetzt auch Level 23 und kriegt Vulcans Hammer zurück. Gott sei Dank, er hat wieder eine Technik, die alle Gegner angreift. Wir müssen dafür eine Technik aussortieren. Zip-Boom, definitiv Zip-Boom. Okay. Zip-Boom ist super nutzlos. Großartig! Ich habe die Blood Knights in dieser Domäne besiegt. Moment mal, liegt irgendwas auf dem Boden? Was ist das? Ich schätze, ich nehm's mit. Ein Elektroda. Haha. Cool. Können wir dann in unser Digi-Beetle einbauen lassen, ja? Ist das noch irgendein komisches Teil? Hey Alex, willkommen zurück! Mach mal Pause! Trink eine Brause! Guck bei dem Digimon-Panzer vorbei, der dein Ding upgraden kann. Oder so. Ja, ich befürchte, es wird dann wieder Zeit für eine DNA-Digitation und damit geht unser aktuell starkes Mega-Kabuterimon wieder auf Level 11 Champion zurück. Ja, wir wollen bitte DNA digitieren. M-Kabuterimon, mit wem willst du dich denn gerne verschmelzen? Metallmamemon könnte eine gute Option sein wegen seinem Counter. Gigadramon ist nicht schlecht wegen seinem Status. Was werden wir denn hier? Hier werden wir Saint Yandramon und hier werden wir wieder Kabuterimon. Hier werden wir auch Kabuterimon. Wir waren genug Kabuterimon. Wir nehmen auf jeden Fall Metallmamemon. Dann werden wir zu Saint Yandramon. Dann haben wir erstmal mal wieder hier irgendwie eine andere Schiene zu fahren. Und der Counter, der alle Gegner treffen kann von Metallmamemon, ist nicht schlecht, haben wir schon festgestellt. Aber wieder ein neues Teammitglied hier. Saint Yandramon. Blieb, 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 blieb. Oh, hochlebe der Rotmagier in unserem Team. Cool. Ein Data-Digimon für die Gruppe. Dann transferieren. Digimon vom Server. Dann brauchen wir unseren Rotmagier wieder im Team. Okay. Und die Digiline müssen auch wieder ändern. Erst Rotmagier, dann Blaumagier, dann Weißmagier. So gehört sich das. Was kann er denn aktuell? Buffalo Breath und Stun Ray. Okay.
Stunray ist natürlich nicht unbedingt schlecht zu haben, wenn wir das mit einem Area of Effect kombinieren, aber ist auch keine Verwirrung. Buffalo Breath ist halt der Counter, das heißt, wir haben keine normale Attacke, das ist sehr ungewöhnlich. Aber wir müssen ja nur ein Level erreichen, dann kriegen wir sicherlich was zurück. Okay, ferner Items transferieren. Viele Magic Missiles. Theoretisch haben wir ja viel Platz im Inventar, wir müssen gar nicht unbedingt viel rausschmeißen. Ja, okay. Gehen wir erstmal in die Digi Beetle Factory. Hallo Buttermon, ich bin in deine großartigen Items interessiert. Engine, 7 Digimon Toolbox. Das sind die besseren Reifen. Das ist das Entschärfen besserer Minen. Z-Cannon. Gehen wir mal in die Stadt rüber. To the Master Gates. Ich muss doch mal irgendwie irgendwas kriegen können, um diese blöden Bugnester entfernen zu können. Wir brauchen scheinbar eine bessere Kanone. Selbst wenn wir Bugzaps dabei haben, können wir die Bugzaps irgendwie nicht verwenden. Was totaler Quatsch ist. Lange nicht gesehen. Buckligermann, wir müssen hier einmal durch. Dann gehen wir mal zum Device Dome. Vielleicht können wir hier irgendwelche tollen neuen Teile kaufen. Schwubbidi bubbidi. Lasst mich durch. Hab gehört, hier sind auch Teileverkäufer. Du warst Elmo, du warst Zusammenbauen, du bist der Teileverkäufer. Hast du was Spannendes? Du hast auch die Engine natürlich. Die Shark Battery. Die kostet nur 3000. Das ist auch nicht schlecht. Gib uns mal die Shark Battery mit. Green Mines, Blue Mines. Bugzapper. Aber wir haben doch einen Bugzapper, oder nicht? Ja. Upgrade. Wir haben Bugsweep. Ein Bugsweep, schätze ich, ist kein Bugzapper. Tja, gib uns mal einen Bugzapper. Zap-Bit, EP, Return, Memory Bugs. Ja, bitte. Es ist absolut ekelhaft, dass sie dauernd Probleme machen. Ja, ich würde ja gerne, aber ich habe wieder... Lass mich in Ruhe, ich habe wieder Teile auf dem Server und die müssen erst in mein Inventar kommen. Weil das Spiel umständlich ist. Bugzapper, Shark Battery. Dann arbeiten wir mal an deinem Digi-Beetle. Ja, bitte. Assemble. So, Pegasus Engine. Dann haben wir jetzt eine bessere Batterie. Spider Ram, Stalkbox, Plates Tire, Jet Arm, Superhand, Minesweep, Bugsweep. Und jetzt haben wir einen. Also der Bugsweep, der sieht die nur, und der Bugzapper, der kann sie jetzt zerstören. Sehe ich das richtig? Davon irgendwas upgraden. Wir können unsere Batterie, unsere Sharkbat weiter upgraden, aber wir hatten mit der 1.8er schon keine Probleme, also sehe ich jetzt nicht den Grund, das Ding abzugraden. Und die Pegasus Engine garantiert nicht mehr, die wird irgendwann demnächst ersetzt werden müssen durch den 40.000er Motor, wenn wir irgendwann genug Geld dafür haben. Sonst irgendwas Neues hier. Entschuldigung, wissen Sie, was das hier ist? Schau mal her.
Hey, bist du nicht dieser süße Kid von den Guard-Tamern? Okay, nevermind, das ist ja üblicher Dialog. Ja, was? Ist das nicht ein Elektrode? Okay, ah, sie reagiert auf das Ding, das wir eben gefunden haben. Wow, ein echt hoch energetisches noch dazu. Das wird all meine Probleme lösen. Großartig, welche Probleme? Ich wusste nicht, dass du welche hast, die wir damit lösen müssen. Dann lass mich mal mit dem Radar deines Digibeetles experimentieren. Wie, was experimentieren? Wovon reden sie da eigentlich? Erstmal, lass mich mich einmal in deinen Zugang deines Digibeetle-Browsers reinzwängen. Dann werde ich den ganzen Schutz hier abschalten und das Passwort auch umgehen. So, dann hacke ich mich mal in dein Digibeetle. Nein, was machen sie denn da? Als nächstes installieren wir mal diese Driver, die ich hier kreiert habe, und modifizieren das Radarsystem. So, und dann installieren wir den Elektroder. Zack. Jo, fertig. Ein üblicher Radar wurde jetzt abgegradet zu einem Power-Radar. Jetzt wird selbst der mächtigste Jammer dein Radar nicht mehr erblinden lassen. Und den Power-Radar erhalten. Schließen Sie sicher? Danke. Natürlich, es ist meine Kreation. Vertrau mir. Und wenn du irgendwas Interessantes sonst findest, dann bring's mir einfach. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob die wichtigen NPCs hier drüben was Neues zu sagen haben, seitdem wir auf File Island waren. Hast du irgendwas Wichtiges Neues zu sagen? Es hat so lange gedauert, um diesen Typen hier zu bauen. Und jetzt ist alles, was er sagt, irgendwas Komisches. Was für ein Müll. Das war unerwartet. Naja, wir haben plötzlich einen Power-Radar erhalten. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir noch zwei weitere Dungeons vor uns haben und ein weiteres Digimon wieder aufs Ultra-Level hochtrainiert werden muss. Aber das Champion wird ja nicht ganz nutzlos sein. Bis dahin, see ya!